Heute machen wir wieder eine Pass It On Challenge. Das hätten wir besser planen sollen, denn es dauert ganz schön lange. Intro! Herzlich willkommen bei YamTamTam. Wir haben heute wundervollen Besuch für eine wundervolle Challenge. Hey. Mick und Kostas sind da und heute ist die erste Pass It On Challenge mit Gästen. Und ich freue mich schon so. Ah. Ihr seht uns auch. Ja. Bisher haben wir immer Rezepte gemacht, die vorgegeben waren und jetzt sind wir nervös. Sehr gut, das ist die perfekte Voraussetzung. Was machen wir eigentlich? Das heutige Thema ist Veganuary, also kochen wir wieder vegan. Das Zeitlimit ist 10 Minuten und die Reihenfolge ist wie folgt. Kostas. Oh! Melissa. Okay. Und hier nicht wieder als letztes. Mick. Ah. Nein! Felix. Oh, warum? Da muss ich mal dekorieren, ich will nicht. Oh. Ich geh raus jetzt. Leg alles gut für mich hin, damit ich weiß, was passieren soll. Okay, okay. Okay, ich starte jetzt den Timer. Also. Ich habe schon gesagt, ich würde richtig gerne, eigentlich wäre eine Pizza voll die gute Idee, ich weiß aber nicht, wie man den Teig macht. Deswegen machen wir vielleicht den Teig einfach aus den Wraps. Und ich lege das hier hin, weil das dauert ja nachher nicht so lange. Also fange ich, glaube ich, mal an mit Zwiebeln und Knoblauch, dass Melissa nachher eine Soße draus machen kann. Und okay, ich glaube, ich nehme noch Tofu. Die können ja dann noch irgendwas dazu machen. So, ich habe jetzt noch Zucchini, Paprika und Tofu mit dazu genommen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal anfangen, das zu schneiden. Ja, dass Melissa daraus gleich eine Soße machen kann, weil die müssen ja nachher nur kurz in den Ofen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, also auch wenn in meiner Verantwortung liegt, jetzt das Setup zu machen, ist es ganz cool, weil mit Knoblauch und Zwiebeln kann man eigentlich so viel falsch machen. Das heißt, selbst wenn sie die Idee doof findet und was ganz anderes machen will, kann sie das immer noch machen. Achso, vielleicht in der Zeit, ehe ich das gleich fertig schneide, könnte ich schon mal einen Topf vielleicht hinstellen und ein bisschen Öl. Oh Mann, oh Mann. Okay, ich brauche noch passierte Tomaten, die stelle ich mit dazu, dass sie das noch benutzen kann, um die Soße zu machen für unsere Pizza. Ich hoffe, sie denkt nicht, dass ich normale Wraps machen will, weil sie vorhin gesagt hat, Wraps sind langweilig. Oh Mann, ey. Es gibt doch so Momente, wo so eine Minute 100 Jahre dauert und das ist so das Gegenteil davon gerade. Okay, so, das habe ich jetzt fertig. Das kommt dann gleich in den Topf für die Soße. Ich fange schon ein bisschen hiervon zu schneiden. Okay, ich nehme jetzt die Zucchini und versuche da ein paar dünne Scheiben draus zu schneiden, dass man die nachher gut nutzen kann, um das auf unsere Tortilla-Pizza zu legen. Eigentlich muss ich mir ganz viele Sachen überlegen, dass es unmissverständlich das werden soll. Okay, Ura. Okay, Ura. Das passiert, wenn man nervös ist. Man okay, so, ich will jetzt aber nicht, dass die so komplett verkohlen. Ich teste mal, wenn ich ein paar da reinmache. Das zischt jetzt bestimmt gleich. Oh Mann, ey. Ah! Okay, Schere hier. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon da reinmachen muss. Das soll ja eigentlich nur die Soße werden, dass man das nachher auf die Pizza draufstreichen kann. Ich kippe jetzt einfach mal ein bisschen da rein. So brutzelt das immer noch so. Ich habe schon auf 3 runtergedreht. Okay, das sieht aber schon ganz gut aus. Ist so doof, ihr müsst auch denken, so meine Güte, ey. Wie das hier die ganze Zeit macht. Na, Salz. So. Habt ihr noch? Oh no, Chili, 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 Paprika, ihr Süße. Ah, Mann. Na gut, dann good luck, Melissa. Ciao. Okay, es riecht auf jeden Fall gut. Okay, was haben wir denn?
Eine Tomatensoße, Tortilla Wraps, eine Paprika, veganer Tofu, Olivenöl. Okay, er will keine Wraps machen, weil dann hätte er ja noch irgendwas anderes gemacht, schätze ich mal. Ja, okay. Was will er denn? Eine Pizza? Will er eine Pizza machen? Dann heiz ich mal den Ofen vor. Dann brauchen wir aber ein Blech. Vor allem, die brauchen ja nur super kurz. Das muss ja eigentlich wahrscheinlich dann Mick am Ende machen. Okay, was können wir denn noch draufwerfen? Da sind schon Zwiebeln drin, Knoblauch wahrscheinlich auch. Pilze können wir noch draufwerfen. Irgendwas muss da noch rein. Ein bisschen Zucker rein. Okay, was ist das? Es war nur das Gitter, es ist nichts passiert. Was können wir denn da noch reinmachen? Pfeffer hat er, glaube ich, schon reingemacht. Schneiden wir die noch. Eigentlich wäre es ja noch ganz geil, wenn wir noch eine frische Variante, irgendwie wie so ein Klecks veganes Creme Fraiche oder so. Haben wir sowas? Okay. Sojajoghurt, bisschen Rucola können wir dann im Nachhinein draufwerfen. Ich hoffe, das checken die. Okay. Oh, Frühlingszwiebeln. Weiß ich nicht, Rosmarin. Ein bisschen Kräuter, ein bisschen Aroma. Nehmen wir noch ein bisschen Thymian. Die Frage ist, macht es jetzt Sinn, den Joghurt mit ein bisschen Cashew? Kann ich mehr reden. Macht es Sinn, jetzt den Joghurt mit ein bisschen Cashew-Mousse zu mischen? Oder wird das all? Okay, ich verbrauche meine Zeit hier einfach mit Kräuterzupfen. Okay, 5 Minuten schon um. Dann kommt das mal weg. Wir rühren. Ich lasse das mal ein bisschen einkochen, aber es muss auf jeden Fall noch Salz ran. Oh, hier gibt es auch noch Jalapenos, die nehmen wir auch noch mit dazu. Damit hier klar ist, was das werden soll. Wir haben übrigens auf TikTok meine Tortilla-Pizza gemacht. Also wenn ihr die noch nicht kennt, schaut auf TikTok vorbei. Vielleicht noch was Knackiges, ein paar Pinienkerne mit dazu. Können eigentlich nicht schaden. Das hier noch mit dahin. Ich glaube, er wird ein bisschen verwirrt sein, was er mit dem Sojajoghurt machen soll. Vielleicht packe ich das extra und presse ein bisschen Knoblauch rein, damit es für später ist. Für später obendrauf. Zeit habe ich noch 3 Minuten. Okay, das schaffe ich. Okay, ich stelle es einfach zurück. Weil wir haben ja noch Knoblauch hier, habe ich gesehen. Here we go. Okay. Zack. Bisschen Salz. Bisschen Pfeffer. Haben wir Chiliflocken? Yes. Ein bisschen Chili. Vielleicht denkt er auch, es wird ein Salatdressing. Naja, wir schauen mal. Oh, noch 1 Minute. Okay, das ist für später. Das ist für gleich drauf. Aber das checkt, I don't know. Okay, das soll darauf. Das soll darauf. Ich mach's hier mit der Lauchstange. Markierung, das darauf. Dann kann ich noch anfangen, Dinge zu schneiden. Ich höre schon den Countdown. Ah! Na gut. Okay. Ich bin gespannt. Okay, let's go. Timer, hier. Okay, irgendwas geköchelt. Okay, wir haben eine Tomatensauce. Wir haben einen vorgeheizten. Okay, Sekunde, wir haben schon mal Tofu draußen. Erste Handlung. Tofu schneiden, würde ich sagen, wenn der da noch so gut lag. Ein bisschen ausquetschen. Warum? Warum liegt hier ein Wrap so verlassen rum? Okay, Sekunde. Ich glaube,
Es macht ja nur Sinn, wenn wir eine Soße haben. Entweder kommt die auf den Wrap oder in den Wrap. Wir machen eine Pizza, würde ich hoffen. Ich blicke legit gar nicht durch. Hier sind einfach so verlassene Frühlingszwiebeln, Schere, Tofu. Haben wir irgendwo einen Löffel zum Kosten? Das ist wirklich wie wenn man wieder so zu Hause, nachdem man ausgezogen ist, bei den Eltern ist und die die Küche neu eingerichtet haben und man nichts mehr findet. Ich glaube, das ist so gut, dass man das runternehmen kann. Ich belege jetzt diese Pizza mit dieser Tomatensauce und hoffe, da. Aber das kann man doch gar nicht schneiden. Reicht da eine? Ich glaube, da reicht nicht eine. Ich glaube, ich mache einfach, dass das ein bisschen besser hält, mache ich einfach mehrere Lagen und klebe die zusammen mit dem, mit der Tomatensauce. Okay, das macht bestimmt total Sinn. Okay, machen wir hier unsere zweite Schicht. Ach komm, wir machen noch eine dritte Schicht. Warum nicht? Einfach, weil ich habe es noch nie probiert und wir haben so viel Soße da. Ich meine, irgendwo muss die auch hin, oder? Wenn wir schon diese leckere Soße haben, die Kostas und Melissa anscheinend zusammengezaubert haben, dann wollen wir die auch nicht verschwenden. Also, okay, jetzt wird es vielleicht doch ein bisschen wenig Soße dafür, aber es wird schon. Oh Gott, was ist das hier? Das hat ja auch schon irgendjemand gemacht. Oh Gott, das habe ich. Okay, vielleicht ist das sowas wie, wenn Melissa das gemacht hat, dann ist das vielleicht sowas wie Käse, den man drüber macht, über die Pizza, in vegan. I'm not quite sure, aber hoffen wir mal. Das wird schon, das wird schon. Ich vertraue einfach auf meine Vorarbeiter. Ich frage mich, ich muss ja wirklich noch was vorbereiten, dass Felix gleich was zu tun hat. Shit, die muss ja auch noch irgendwie in den Ofen. Also kann ich ja gar nicht so lange ihnen das hier stehen lassen. Vielleicht, was lasse ich ihn denn gleich nochmal? Ich schneide ihm gleich noch Tofu. Den kann er irgendwie cool machen, dass man den zum Schluss vielleicht über die Pizza macht oder so. Ach, aber es sieht schon mal schön aus. Ich finde, es sieht schon mal aus wie irgendwas, das es gibt, auch wenn ich das noch nie gesehen habe, dass es das gibt. Eine Wrap-Pizza mit, eine dreilagige Wrap-Pizza mit Gemüse. Okay, Hälfte der Zeit ist um. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich dachte, ich bin gestresster. So, ich habe jetzt noch einmal kurz Zeit, diese Creme zu kosten, whatever this is. Ja, whatever this is. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr Salz dran. So. Damit tun wir auf jeden Fall Kostas einen Gefallen, wenn der davon auch isst nachher, weil er liebt Salz über alles. Und eigentlich, wenn wir Melissa einen Gefallen tun wollen, was ich nämlich im Urlaub mit ihr gelernt habe, dass Zucker und Fett alles besser machen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier noch Zucker und Fett drauf machen könnte. Komm, nimm einfach so einen Flecks Olivenöl vielleicht, so für den fürs Fett. So. Und eine Prise Zucker. Dann muss ich nur den Zucker. Ah, hier haben wir Zucker. Perfekt. Das doch so als kleinen Gruß an die beiden. Okay, let's see. Was auch immer du wirst. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, Tofu zu schneiden. Dann packe ich das erstmal zur Seite. Also sieht aus wie ein Schlachtfeld, aber ich glaube, so muss das. Vielleicht macht Felix die dann ganz scharf. Ich weiß gar nicht, ob das zusammenpasst. Und ich weiß auch nicht, hätte ich jetzt den Käse da schon drauf machen sollen? Ach, das überlasse ich Felix. Das kann er entscheiden. Ich meine, der Rucola muss ja auch zum Schluss rauf. Sonst schrumpelt der ja auch zusammen. Wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minütchen. Okay. Okay, okay, okay. Ich sollte ein bisschen Öl reinmachen. Okay, dann schaffe ich es aber jetzt auf jeden Fall in den letzten 1,5 Minuten vielleicht hier schon so ein bisschen anzudeuten, was ich vorhatte. Und Felix wird total verwirrt sein, weil er nicht weiß, was er damit machen soll. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, aber der Tofu lag hier so, als hätte Melissa eine Vision gehabt, was sie damit machen möchte. Oh, ich würde richtig gern schon noch Chili mit reinhauen, weil ich lieb's Tofu-Streicheln. Ist bestimmt noch nicht heiß genug, ist mir alles egal. Es soll ja erstmal eine Idee entstehen, dass Felix gleich weiß, was er machen soll. Chili, I need Chili. Chili-Flocken. Ha.
Chiliflocken. Ich weiß überhaupt nicht, wie das zur Pizza passen soll. Und Felix wahrscheinlich auch nicht. Oh, eine Minute nur noch. Okay. Okay, okay. Ich brauche irgendwie ein. Ach, nimm mal das hier so lang. Um das Ganze anzubraten. Ja, so hier. Haben wir noch ein bisschen Soja? Nee, Sojasauce ist vielleicht ein bisschen too much. Das kann Felix dann schön selber fein abschmecken. Ich würde das jetzt hier nochmal auch so demonstrativ irgendwie hinstellen, dass er weiß, hier sind noch Dinge. Und würde mit dem Messer darauf zeigen, hier sind... Nee, das wird nichts. Naja, dann muss er das so sehen. So, das weg. Das verwirrt sonst nur. Und... 5, 4... 3, 2, 1, ready! Dankeschön, viel Spaß mit Felix! So, mal sehen, was hier so passiert ist. Was brutzelt hier? Tofu, na, das kann erstmal noch brutzeln. Da ist mein Timer. Interessantes Pizza-Konzept. Das sind 3 Wraps mit Soße. Naja, machen wir mal hier an. So, müssen wir mal loslegen. Okay, I guess... Das soll gebraten werden und oben drauf kommen. Okay, so. ja, was dem Ganzen noch so ein bisschen fehlt, ist vielleicht ein bisschen was Crunchiges. Ich könnte jetzt schon ahnen, dass das nicht gar wird. Wir machen mal hier die Temperatur ein bisschen höher. Was haben wir denn so im Kühlschrank? Joghurt, Joghurt, Tofu, Tofu. Haben wir hier irgendwo Nüsse? Mandeln? Mandeln. Mandeln müssen dann... Ach! Läuft. Alles voll. Ich habe mir hier Cashewnüsse genommen. Was ist das hier mit dem Rucola? Das ist ein Dip mit Sojajoghurt. Jalapenos. Was möchtest du mir mit den Jalapenos hier sagen? So, wir ignorieren jetzt einfach alles, was sie schon gesagt haben. Wir machen jetzt noch so eine knusprig, kräuterige Mischung obendrauf, denn wir haben ja keinen Käse. Aber das ist nicht schlimm, sondern wir kontern einfach mit was anderem, was ein bisschen knusprig wird. Erdnüsse würden hier auch gehen. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Cashews. Versuchen das hier nicht zu vergessen. Soll das damit drauf? Ja, wahrscheinlich schon. So, dann nehmen wir doch hier von den hübschen Kräutern ein bisschen Petersilie. So, ein bisschen Schnittlauch. Komm, wir machen es erstmal so. Bisschen Salz. Und dann müssen wir wahrscheinlich immer mal ein paar Nüssen nachgehen. Wir wollen, dass das so ein paar würzige Krümel werden. Der ist eigentlich schön knusprig, langsam. Ich hole mal den Tofu raus. Ich muss ja gar nicht mehr so viel machen, das ist ja auch mal relativ erfreulich. Das heißt, ich kann mir jetzt Gedanken machen, wo ich das dann drauf anrichten werde. So, erstmal das hier weg. Okay. Ja, wir machen das relativ einfach. Wir nehmen uns ein, habe ich noch ein rundes Brettchen? Da machen wir nämlich auf das runde Brettchen diese Wrap-Pizza. Oh, Radieschen. Da macht ein bisschen 5 Minuten noch. Das passt. Was haben wir denn hier noch so? Probieren wir das mal hier kurz. Die Geschichte. Aha, da kommt Knoblauch. Irgendwas war da ein bisschen... Viel Pfeffer. Viel Knoblauch, viel Pfeffer. Vielleicht mit ein bisschen, ein klein bisschen süße Kante, glaube ich, rein. Die ist noch verschlossen. Dann nehmen wir Agavendicksaft. Kleinen Schluck rein. So eine Knusperschicht obendrauf. Ich mache das hier mal rein. Dann machen wir noch ein paar Erdnüsse damit. Auch klein. Dann hacken wir ein paar Jalapenos noch zusammen, weil das ist schon so... Die standen da so. Irgendwer wollte, dass ich die da reinmache. Ich verfolge nur fast Befehle. Oh Mensch, ich habe ja richtig entspannt Zeit. Mach nochmal. Wir erhöhen nur nochmal die Nussdichte ein bisschen. Perfekt. Dann schneiden wir noch ein paar Jalapenos klein. Jetzt wird es doch gerade knapp. Wenig rausgenommen. Diese 3-Rap-Geschichte.
Das muss mir jemand erklären. Ach, sind nur zwei. Entschuldigung. Gut, dass ich es nicht zu knapp mache mit auf die letzte Minute. So, letzte Minute. Hier schon mal ein bisschen drauf. Dann, damit man das auch noch zwischendrin sieht. Ein bisschen Rucola. Ein klein bisschen Spinat dazwischen noch. Letzte Minute noch, ne? So, kommen, weil die lecker sind. Nehmen wir noch ein bisschen hier. Tak, 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 tak. So, dann ein bisschen Jalapenos. So, nicht zu viel. So, von dem hier. Ein bisschen was Knackigen, was Würzigen. Ein bisschen nachdekorieren. Aber das sollte es eigentlich sein. Gut, das hat doch funktioniert. Gut. Ja, fertig. Ist doch ein Gericht da. Ob das was wird, das werden wir gleich noch erschmecken. Ich räume mal ein bisschen auf und dann holen wir die anderen rein. Herein bitte! Ich halte hier das Deckmäntelchen des Schweigens für euch. Okay, okay. Aber es riecht ganz gut. Nicht. Aber es riecht gut, ja. Seid ihr bereit? Ja. Achtung! Ja! Hey! Ja. Wow, sieht ja viel geiler aus. Also ich möchte sagen, es war eine angenehme Abwechslung reinzukommen und eigentlich ist schon alles fertig, grundlegend. Ich hatte trotzdem ein paar Fragezeichen, unter anderem, warum zwei Raps? Drei sind es tatsächlich. Sie sind doch drei. Ich habe immer gesagt, die ganze Zeit, es sind drei, dann habe ich nur zwei gesehen. Also ich dachte, es war so viel leckere Soße da und ich finde so trockener Pizzabogen ist so richtig langweilig. Und wenn der dann noch so dünn ist, dachte ich, oh nee, komm, dann machen wir drei Schichten und immer wieder mit Soße zwischengebuttert. Ah, so. Ich guckte nicht so rein, war so, sind das drei Raps mit Tomatensoße? War es das, was du dir erdacht hast? Ja, und ich finde, das ist doch das Tofu, oder? Ja. Ich finde voll cool, dass du das so gecheckt hast, weil Mick nämlich rauskam und er hat gesagt, ja, warum liegt da jetzt Tofu? Und ich so, na, um auf die Pizza zu packen, das ist doch geil. Aber es war schon in der Pfanne, also ja, du hast es schon in die Pfanne gesteckt. Ich hätte das dir jetzt auch einfach so übergeben, weil ich dachte, du brauchst auch irgendwas zu tun noch. Und dann dachte ich so, also es gibt so ein leckeres China-Restaurant, dann dachte ich im Nachhinein, es passt gar nicht zur Pizza, aber egal, da gibt es auch immer so Streifentofu mit Chili angebracht. Ja, tatsächlich hat das sehr gut funktioniert, ist dadurch auch viel knuspriger geworden, ich habe es dann halt nachträglich draufgeschmissen. Ja, ich dachte, du machst jetzt das einfach daneben. Es ist dann so die Pizza und du weißt nicht, was du mit dem Tofu machen sollst, deswegen liegt er einfach in der Schüssel daneben so. Nee. Das ist die komische Käsesoße? Mann, ich wollte noch eine frische Komponente, weil ich habe das so gesehen. Ach, von dir war diese Soja-Joghurt-Geschichte? Ja, weil ich dachte, so ein bisschen oben drauf mit dem frischen Rucola. Ja, das hatte ich mir gedacht. Und dann habe ich es probiert. Same, aber ich habe es auch gefunden. Leute, das war einfach nur Salz, Pfeffer und gepresster Knoblauch. Irgendwas hat ganz, ganz merkwürdig geschmeckt. Aber sag nicht, lieber versalzen. Nee, ich habe sogar noch mal nachgedacht. Vielleicht war es einfach irgendwas mit dem Knoblauch und Pressen. Irgendwas hat ganz merkwürdig geschmeckt. Was? Und deswegen habe ich es quasi alibimäßig mit dazugeschmissen. Aber ja, wir probieren jetzt erstmal. Vielleicht kommt alles dann zusammen und dann wollen wir mehr davon. Stimmt. Okay, okay. So, dann guck mal, man kann sogar ein Stück voll gut rausnehmen. So. Ein bisschen wie eine Crepe-Torte. Ja. Schon geil. Crepe-Torte haben wir übrigens schon mal gemacht, die war sehr lecker. Probieren wir doch einfach mal. Guten, Leute. Guten. Oh, also oh Gott, ist es so schlabberig. Actually, tasty, die Soße. Das ist mega gut. Ich finde, es schmeckt lecker. Einfach wie eine Pizza. Mhm. Nicht schlecht, ich habe mein Stück inhaliert. Das ist einfach weggegessen. Ich habe Hunger gehabt. Also Triple Tortilla Pizza. Ist die neue Empfehlung. Ja. Ja. Kommt auch alles gut zusammen. Also, ich würde sagen, zur Abwechslung mal darf ich eine Empfehlung für dieses Pass-It-On-Gericht aussprechen. Ja, wirklich. Für Gerichte, für die wir keine Empfehlung aussprechen, hier die letzten Pass-It-On-Challenges, aber sie sind sehr witzig. Genau so ist es. Vielen Dank fürs hier sein. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, danke, dass ihr nicht die Küche angezündet habt. Ihr habt euch sehr gut geschlagen. Können sich Chung und Flo mal ein Beispiel dran nehmen. Genau. Vergesst nicht zu abonnieren und bis dann. Tschüss.